Nein, meine Damen und Herren, schauen Sie. Ernst August von Hannover, unser Liebling des Monats. Und jetzt ist mir dummerweise, wirklich, das ist Zufall. Ich kann nichts dafür. Ich habe es übersehen heute Morgen, ja? Und dann kommen meine Kollegen und sagen, hast du die Annonce von Ernst August in der FAZ gesehen? Ernst August hat eine komplette Annonce heute in die FAZ gesetzt, indem er, ja, klärt, meine Damen und Herren. Ich bin erschüttert, aber nicht erstaunt. Hiermit erkläre ich ausdrücklich, dass ich mich zwar während meines Besuches auf der Expo erleichtert habe, aber weniger gegen eine Wand des türkischen Pavillons und so weiter. Und das Allererstaunlichste ist, meine Damen und Herren, die letzten beiden Sätze dieses Artikels heißen: Meine ganze Hochachtung gilt der türkischen Kultur und ihrer Nation. Und letzter Satz: Meine Verachtung hingegen der Bild-Zeitung und der gesamten Springer-Presse. Schreibt Ernst August. Und wann haben wir einen ähnlichen Satz zum letzten Mal gehört? 68, Rudi Dutschke! Die Älteren wissen, dass die heute in Österreich unfreundlich behandelt werden. Das haben wir zum letzten Mal gehört. Wer hätte das gedacht, dass das mal vom Klassenfeind selber kommt, dieser Satz? Wofür 68 die Studenten auf... Ich echauffiere mich schon wieder. Ja. Ich bin heute ja geheiratet. Ernst August! Wir haben an dieser Stelle immer Position bezogen und versucht, objektiv zu sein, und so soll das auch heute sein. Wir analysieren, was genau bedeutet diese Annonce. Hat Ernst August vielleicht doch recht? Unser Bericht. Der Welfer hat die Faxen dick. Sein kleines Hobby, mit einem Schirm Gesichter ganz neu zu modellieren, ist ja schon arg bekrittelt worden. Auch sein erquickend rustikaler Stil bei Ferngesprächen wurde gerügt. Mit mir wird nicht rumgefickt, ja? Ihr schweißdreckiger Arsch wird gefickt von mir, bis ich nicht mehr lebe, ja? Ihre Fotze wird so gefickt, das glauben Sie gar nicht, okay? Aber dass man ihm jetzt noch vorschreiben will, wo und wann er in Ruhe strollen darf, geht eindeutig zu weit. Heute nun wandte sich der verbitterte Prinz mit einer ganzseitigen Anzeige in der FAZ gegen die Initiatoren der schmierigen Medienhetze. Darin heißt es unter anderem: Hiermit erkläre ich ausdrücklich, dass ich mich zwar während meines Besuchs auf der Expo 2000 in Hannover erleichtert habe, aber weder gegen eine Wand des türkischen Pavillons noch auf den Grund und Boden des türkischen Staates. Und weiter: Ich gehe davon aus, dass sich die Bevölkerung einer hochkultivierten Nation, wie die Türkei eine ist, sich nicht von einer Zeitung, die wiederholt nackte Frauen auf ihrer Titelseite zeigt, beeinflussen lässt. Da haben wir's. Der Prinz räumt frei ein, dass er harren ließ. Bleibt jetzt nur die Frage, geschah es auf türkischem Hoheitsgebiet oder doch nur in Hannover? Wir klären auf. Zur Tatzeit befand sich der Prinz tatsächlich vor dem türkischen Pavillon. Rechnet man eine Zipfellänge von mindestens 6 cm, so betrug der Abstand zwischen Puller und Pavillonwand genau 1,23 Meter. Ein gesunder Mann überbrückt diese Strecke mühelos. Der Prinz, so heißt es, hat jedoch Prostataprobleme. Ergo erreichte der tapfere Strahl zu keiner Zeit die Horizontale, sondern schlabberte vielmehr vom Schritt lotrecht zwischen die Schuhe. Bedenkt man noch die an diesem Tag von vorne kommenden Winde, wird deutlich, selbst wenn er gewollt hätte, es ging einfach physikalisch nicht. Fazit: Der Prinz hat lediglich in Hannover auf die Straße gestrollt. Und das wird man ja wohl noch dürfen, oder?